Der Prozess um den Mord an Ulrich Schmücker ist heute nach mehr als 16 Jahren Dauer eingestellt worden. Er war eines der längsten und umstrittensten Verfahren in der deutschen Justizgeschichte. 16 Jahre zuvor, in der Nacht vom 4. zum 5. Juni 1974, wird der sterbende Ulrich Schmücker im Berliner Grunewald gefunden. Der 22-Jährige ist der Polizei bekannt. Er hat an terroristischen Anschlägen der Bewegung 2. Juni teilgenommen, gilt aber dort inzwischen als Verräter. Ein Fememord in der linken Szene? Die Polizei ermittelt im Umfeld des Toten, in der politischen Szene in Berlin-Kreuzberg. Die Sonderkommission der Kriminalpolizei ist derzeit dabei, die Hintergründe des Mordes zu klären. Insbesondere versuchen wir festzustellen, ob der Tod des Opfers Ulrich Schmücker in seiner ehemaligen Zugehörigkeit zur sogenannten Bewegung 2. Juni zu suchen ist. Außerdem fragen wir, wer kann uns Angaben machen über den Umgang des Toten, ist Ulrich Schmücker in der letzten Zeit, insbesondere kurz vor der Tat. Wir hatten dann sehr schnell und sofort Kontakt zum Verfassungsschutz, war ja klar bei dem Hintergrund. Und die Ermittlungen gingen von Anfang an natürlich auch in diese Richtung. Ein Bekennerschreiben taucht auf. Schmücker sei als Konterrevolutionär und Verräter von einem Volkstribunal zum Tod verurteilt worden. Die Erklärung löst heftige Debatten in der linken Szene aus. Einen Mord innerhalb der Bewegung hatte es noch nicht gegeben. Und viele kannten Ulrich Schmücker. Wer war dieser junge Mann? Bad Neuenahr. In dem ruhigen Städtchen zwischen Weinbergen wächst der 1951 geborene Ulrich Schmücker auf. Er besucht das Gymnasium und spielt in einer Band. Ein Junge, der 1967 im biederen Bad Neuenahr allenfalls durch seine langen Haare und seinen Musikgeschmack ein wenig Anstoß erregte. Er hatte so ein bisschen was von einem englischen Dandy irgendwie. Also ein Cordjacket und so ein Chiffontuch, so ein leicht lila Chiffontuch um den Hals locker gelegt. Er war eigentlich ein sehr empfindsamer junger Mensch. Uli war, als er bei uns anfing, gerade mal 16 Jahre, also eigentlich für Rockmusik noch sehr jung. Er war ziemlich ernst, arbeitsam, hat immer die Stücke sehr gut vorbereitet. Er war überhaupt sehr engagiert. Ich weiß, dass er in der Zeit sich in der evangelischen Kirchengemeinde betätigt hat, in verschiedenen Funktionen. Und dass er ein sehr guter Schüler war, das hörte ich von verschiedener Seite. Und bei uns war er wirklich sehr darauf bedacht, dass diese Band einen professionellen Status erreichen konnte, was sie dann auch tatsächlich bald geschafft hat. Ein Urlaub mit Freunden in Irland. Ulrich Schmücker hat vor, Theologie zu studieren. Er will etwas für andere Menschen tun. Aber zunächst geht er für ein Schuljahr in die USA. Er gerät in eine konservative Kleinstadt im Mittelwesten. Der Aufenthalt wird zum Schock. Er ist überhaupt nicht zurechtgekommen mit der Kriegsbereitschaft. Damals war Vietnamkrieg und das alles. Er hat geschrieben, dass er entsetzt war über die faschistoide Haltung in den USA. I'm sick and tired. Alles widert ihn an. Ein veränderter Ulrich Schmücker kommt zurück. Er war ein Jahr in Amerika, wollte ursprünglich evangelischer Pfarrer werden. Die dortige Rassendiskriminierung und nach seiner Rückkehr fand er hier auch soziale Missstände vor, haben ihn wahrscheinlich auf diese Bahn gebracht. Ich sagte nein, auch Uli, lass die Finger von jeder Gewalt, versuch's durch Überzeugungsarbeit.
Aber wohl in den Staaten ist er zunehmend durch die Situation, die er dort vorgefunden hatte, radikalisiert worden. Ulrich Schmücker besucht weiter das Gymnasium in Bad Neuenahr. Der Vietnamkrieg weitet sich auf Laos und Kambodscha aus. For a long time, the government seemed to be hoping that the war would simply go away. The Viet Cong and North Vietnamese troops would limit themselves. Ich frage den Abgeordneten Brandt, nehmen Sie die Wahl an? Ja, Präsident, ich nehme die Wahl an. Willy Brandt wird Kanzler. Heute starb Jimi Hendrix, stirbt 27-jährig in London an einer Überdosis Drogen. Ulrich Schmücker geht 1971 nach Berlin, dorthin, wo politisch etwas los ist. Nach Kreuzberg. Offiziell studiert er Geschichte und Ethnologie. Er findet jedoch schnell Kontakte in der Kreuzberger Szene. Schmücker, auf diesen Bildern der mit der Brille, hilft bei der Besetzung einer Fabriketage für ein Jugendzentrum. Und er schließt sich einer losen anarchistischen Gruppe an, der Schwarzen Hilfe. Die Aktivitäten oder die Aktionen, die liefen immer so ab, dass einer eine Idee hatte und ein anderer fand sie gut und nur noch ein zweiter. Und die haben dann das durchgezogen. Und meistens waren die diese Aktionen auch immer sehr gut und sehr klar durchdacht, bis auf diese Banküberfälle und was dann, wo es dann brutal zuging. Aber das waren eigentlich Nebenerscheinungen, nicht? Man brauchte Geld und dann die Bank hatte das Geld und es war logisch, dass man das dort holt. Da fanden wir gar nichts dabei. Nicht jeder hat mitgemacht. Nicht? Also ich selber habe zum Beispiel solche Aktionen gemieden. Und Ulrich Schmücker? Er entspricht nicht dem Bild des harten Kämpfers. Also ich selber habe mit ihm keine Aktionen gemacht, weil er für mich so ein bisschen labil war und nicht so spontan. Und natürlich diese Malereien und diese Sachen, die hat er schon mitgemacht. Ich habe ihn nur so erlebt, dass er immer sehr zurückhaltend war und auch sehr leise und verhalten gesprochen hat. Aber was er gesagt hat, war immer sehr exakt und sehr klar und bestimmend auch. Vieles, was diese Szene machte, war eher spielerisch. Doch einige schlitterten über immer mehr Militanz in terroristische Aktionen hinein. Die Bewegung 2. Juni entstand. Aber diese Militanz war ja so in der Form am Anfang nicht da. 2. Juni waren doch eher Leute, junge Arbeiter. Also es war so gemischt. Die waren ja zu einem großen Teil vorher bei dem, was unter dem schönen Namen Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen firmierte, was man sich natürlich nicht als irgendeine straffe Organisation vorstellen darf. Das fand man einfach witzig, diesen Namen zu haben, der also irgendwie so ganz organisiert und kräftig daherkam. In Wirklichkeit war das ein ganz, ganz loser Zusammenhang von Leuten, die sich für irgendwelche Aktionen trafen und die alle aus der antiautoritären Ecke kamen. Dass daraus ganz handfeste Sachen wurden, das hat sich so erst nach und nach hochgeschaukelt. So kam auch, dass man aufgrund der Reaktion des Staatsapparats sich als Opfer fühlte. Und sich ja nicht nur als Opfer fühlte, sondern es gab auch ganz handfest Opfer zu beklagen. Bei einer Veranstaltung in der Technischen Universität lernt Schmücker Mitglieder des 2. Juni kennen. Darunter auch Inge Fied, die spätere Top-Terroristin. Sie verteilen Flugblätter zum Tod von Georg von Rauch und Thomas Weisbecker, die von Polizisten erschossen worden waren. Die Überschrift: Jetzt reicht's. Die Gruppe hat zu diesem Zeitpunkt selbst schon einen Toten auf dem Konto. Eine Bombe im britischen Yachtclub tötete den Bootsbauer Erwin Belitz, der den Sprengkörper zufällig gefunden hatte. Aber noch mischen sich Schmückers neue Mitkämpfer auch in ganz alltägliche politische Auseinandersetzungen ein. Sie verkleben Fahrscheinautomaten, um eine Kampagne gegen Fahrpreiserhöhungen zu unterstützen.
Am 7. Mai 1972 fährt Schmücker mit denselben Leuten nach Bad Neuenahr. Sie parken ihren Wagen im Stadtzentrum, ein paar Meter von Schmückers elterlicher Wohnung. In der Türkei sollen drei Studentenführer hingerichtet werden. Die Gruppe will tags darauf eine Bombe beim türkischen Generalkonsulat in Bonn legen. Sie schlafen im Wagen. Wahrscheinlich will Ulrich Schmücker seine Familie nicht mitten in der Nacht herausklingeln. Zufällig werden die Wageninsassen von der Polizei kontrolliert. Sie leisten keinen Widerstand. Die Polizisten finden im Kofferraum Sprengstoff und Bombenutensilien. Inge Fied wird in Haft genommen. Harald Sommerfeld. Und auch Ulrich Schmücker. Nach einer Zwischenstation in Koblenz sitzt Schmücker in der Justizvollzugsanstalt Dietz. Die Haftbedingungen von Terrorismusverdächtigen sind noch nicht so streng wie in den folgenden Jahren. Aber Schmücker bekommt schnell gesundheitliche Probleme. Schikanen zermürben ihn. Einmal gelingt es ihm, einen Kassiber herausschmuggeln zu lassen. Ich bin jetzt ins Zuchthaus Dietz verlegt und werde behandelt wie ein Kindermörder. Nee, schlimmer. Kindermördern geht's hier besser als mir. Das war jetzt ein ganz anderer Ulrich. Das war eine ganz andere Person. So völlig am Boden zerstört und dann aber auch den Zeigis, so ein Aufbäumen gegen eine menschenverachtende Ungerechtigkeit, die er da am eigenen Leib spürte. Im Gefängnis geschieht etwas ganz anderes. Schmücker bekommt Besuch. Der Besucher nennt sich Rühl. Nach den Gefängnisakten kommt er vom Berliner Landesamt für Verfassungsschutz und er besucht den Gefangenen oft. Schmücker führt lange Gespräche mit dem Geheimdienstler, wobei er anfangs erklärt, er werde auf keinen Fall seine Freunde belasten. Rühl verspricht, alle Aussagen vertraulich zu behandeln. Er hält einen fingierten Ausbruch für möglich, sollte Schmücker für den Verfassungsschutz arbeiten. Er winkt mit der Möglichkeit, weiter zu studieren. Außerdem habe der Mittäter Sommerfeld schon alles gestanden. Schmücker lässt sich immer weiter mit Rühl ein. Er bestätigt, was der Geheimdienstler scheinbar ohnehin schon weiß. Und schließlich macht er Angaben, die ihn selbst und andere belasten. Schmücker wird nach Berlin verlegt und es gibt eine Absprache mit dem Verfassungsschutz. Er wird nur zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Wegen seiner schlechten Gesundheit bekommt er Haftverschonung. Wie das Urteil ausfiel, das war mir schon gesagt worden durch Herrn Staatsanwalt Thiele, durch unseren Rechtsanwalt und auch durch Uli, der es auch schon wusste. Bundeskanzler Willy Brandt und seine Frau wurden vom Hausherrn Intendant Huismann und dem Generalintendanten der Deutschen Oper Berlin, Professor Seefilner, willkommen geheißen. Nach Angaben der US-Mission ist gestern Abend gegen 19.55 Uhr ein unbekannter Uniformierter beobachtet worden, als er an der Mauer nahe dem Checkpoint Charlie entlang lief und dabei von mehreren Grenzsoldaten verfolgt wurde. Holiday on Ice. Es ist wieder das glanzvoll einstudierte Eisspektakulum, wie es sich selbst nennt. Ulrich Schmücker geht in eine ganz andere Welt zurück. Seine Kreuzberger Welt. Aber als was? Wahrscheinlich weiß er das selbst nicht so genau. Kriminalpolizisten hatten ihm den Rat gegeben, sich von der politischen Szene fernzuhalten. Der Verfassungsschutz dagegen führt ihn als V-Mann mit dem Decknamen Kette. Schmücker hat mehrmals Kontakt mit Rühl, aber auch um den Geheimdienstler zu enttarnen. Alte Freunde aus Neuenahr sollen ein Treffen mit dem V-Mann-Führer fotografieren. Die Aktion geht schief. Rühl kommt nicht vor die Linse. Stattdessen werden die Amateurspione von Verfassungsschützern fotografiert. Schmücker fährt zu seinen Eltern. Von dem Verfassungsschutz habe ich erst nach seinem Prozess erfahren. Und zwar durch die immer wieder sich wiederholenden Anrufe eines Peter Rühl hier bei uns in Neuenahr, der lange, lange mit ihm sprach, einmal sogar eine Viertelstunde. Wenn er für den Verfassungsschutz gearbeitet hätte, dann hätte er seine früheren Kameraden verraten müssen.
Und das entsprach nicht seinem Wesen und er konnte kein Doppelleben führen. Er war in seiner Richtung ganz klar und wäre nie zu einem Doppelleben fähig gewesen. Schmöcker diktiert seiner Mutter ein Gedächtnisprotokoll, eine Rechtfertigung auch vor sich selbst. Er habe nur verraten, was die Verfassungsschützer ohnehin schon wussten. Er macht wieder Musik mit seinen alten Freunden. Ich selbst und einige andere haben ihm halt empfohlen, im Ausland einige Jahre zu studieren, was damals ohne weiteres möglich gewesen wäre. Konkret haben wir uns darüber unterhalten, ob er in Schweden studieren solle oder könne. Aber Schmöcker geht wieder nach Kreuzberg zurück. Will er revolutionäre Sünden abbüßen? Oder kann er sich einfach kein anderes Leben vorstellen, als da, wo scheinbar Geschichte und Revolution gemacht werden? Schmöcker hat inzwischen Götz Tilgener kennengelernt. Im Jahr nach Schmöckers Tod erzählt Tilgener: Am ersten Tag des Kennenlernens wollte er von mir eine Schusswaffe haben. Er hat sogar noch beschrieben, was für eine, nämlich eine FN 9mm oder Browning 9mm, jeweils mit großem Magazin, um seinen Verfassungsschutzobmann Rühl zu erschießen, um sich damit wieder Zugang zur linken Szene zu verschaffen. Bald nach diesem Interview ist auch Tilgener tot. Er hatte in Erich Reischkes Wohngemeinschaft in der Kreuzberger Zeughofstraße verkehrt. Der war eigentlich, das war eigentlich ein kranker Typ. Der hatte irgendwelche Schäden, wahrscheinlich durch seinen Vater, der ja so Nazi war und sehr reaktionär, und hatte immer eine große Lippe und schon Sprüche drauf. Und wenn man ihn so nicht kannte, dann hat man gedacht, der hat so einen guten Durchblick und hat schwer was drauf und so. Aber wenn man ihn näher kannte, er war sehr unsicher und hat es dann mit lauten Tönen dann ausgeglichen oder versucht. Und er hat aber sehr viele so Freunde gehabt, mit denen er was gemacht hat, weil das war natürlich wichtig. Man musste also schon dynamisch auftreten und sicher und brutal auch natürlich. Das war schon eine Tendenz, die kam an. Auf Tilgeners Vermittlung zieht Schmöcker in die Fabriketage in der Zeughofstraße. Er gehört wieder dazu. Eine Liebesbeziehung in der Wohngemeinschaft beginnt. Das Mädchen wird von ihm schwanger. Schmöcker lebt jetzt unter anderem Namen. Er ist untergetaucht, weil die Reststrafe noch offen ist. Also wird der Haftbefehl gegen ihn wieder in Kraft gesetzt. Den Verfassungsschutz stört das nicht. Die Verbindung zu Schmöcker wird sogar äußerst wichtig, denn Inge Fied ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Möglicherweise kann Schmöcker zu ihr führen, und sei es als Köder, denn vielleicht will Inge Fied sich ja wegen seiner Aussagen an ihm rächen. Da mischt sich plötzlich eine Wolfsburger Kommune ins Geschehen, Freunde von Schmöckers Wohngemeinschaft. Die Wolfsburger suchen Anschluss an die Bewegung und den bewaffneten Kampf. Schmöcker hat mit der Kommune in der Bäckergasse Kontakt. Doch dann bekommen die Wolfsburger einen Tipp aus dem Berliner Untergrund. Der Typ sei ein Spitzel und Verräter. Sie machen sich auf den Weg nach Berlin. Ulrich Schmöcker soll sich rechtfertigen. Noch bevor er zum Treffen in eine Szenekneipe kommt, beginnt ein absurdes Versteckspiel. Schmöcker wird auf dem Weg beobachtet, ob er Verfassungsschützer im Schlepptau hat. Auch in der Kneipe Tarantel warten schon getarnte Observanten aus der Szene. Sowie tatsächlich zwei Agenten des Verfassungsschutzes. Sie bemerken sich gegenseitig nicht. Und zu alledem ist auch der Kneipenwirt Volker Weingraber, ein V-Mann, der detailliert berichtet. Doch diese Verbindung kann der Verfassungsschutz noch jahrelang verheimlichen. An einem Kneipentisch tagt das selbsternannte Volksgericht der Wolfsburger.
Schmücker wird ausgefragt. Er bekommt einen detaillierten Fragebogen vorgelegt. Aber das Urteil steht schon fest. Aussagen bei Polizei oder Verfassungsschutz gelten grundsätzlich als Verrat. Es wurde immer gespielt. Nicht? Das war so, einer führte sich so auf und sagte, das kann nicht so weitergehen. Wir müssen auch mal ein Exempel statuieren. Und dann hat man irgendwas konstruiert, was... Und da denke ich, war der Uli Schmücker schon ein willkommener Typ, weil der, mit dem konnte man ja solche Spiele machen. So, der wehrte sich nicht. Mir wurde gesagt, also Schmücker hat dir die Aussagen gemacht. Und das ist, du hast dich zu rechtfertigen, du hast zu beweisen, dass du noch ein Genosse bist. Du hast dem Schwein die ganze Zeit weitergeholfen. Und zwar hatten wir den Plan, ihn am zweiten Jahrestag seiner Festnahme und damit Beginn seines Verrats an den Ort zurückzubringen, wo er festgenommen worden war. Das ist ein Parkplatz in Bad 9a. Wir haben uns die Gegend da angeschaut und wir fanden sogar noch einen geeigneten Platz, wo wir Schmücker erschießen konnten. Und zwar war das auf einer Waldlichtung im Raum Bonn, unmittelbar neben dem Polizeisportverein. Götz Tillinger, mit dem er auftauchte, deswegen sagten wir, das kannst du nicht machen, nicht? Oder so. Wir haben dann ihn zur Rede gestellt. Aber er war also so schon so borniert, dass er nicht auf uns hörte, so. Es gab da keine Möglichkeit, das zu relativieren oder zu... Das war eine Besessenheit, die wir auch nicht ernst genommen haben, nicht? Wir haben nicht angenommen, dass die wirklich ihre eigenen Leute dann umlenken. Götz Tillinger tippt schon vorsorglich das Bekennerschreiben, das nach Ulrich Schmückers Tod kursieren wird. Ja, und dann knallte man mir die Knarre auf den Tisch und sagte, nun mach mal. Und da kamen mir dann doch sehr große Bedenken. Irgendwo trotz seiner ganzen Schoten, die er sich geleistet hat und seiner Lügereien, war mir der Schmücker unheimlich sympathisch. Ich mochte ihn ganz gern, war ein netter Kerl. Und ihn dann plötzlich umzulegen, also es wurde mir langsam zu ernst. Die Pläne zu Schmückers Hinrichtung laufen nun ohne Tillinger weiter. Später geht die Polizei davon aus, dass Schmücker die Einladung zu dem Treffen im Kottenforst bei Bonn nicht erhalten hat. Doch er war zu dieser Zeit tatsächlich in Bonn mit seinem alten Freund. Dieses Treffen, wo ich dann mit meiner damaligen Freundin und ihm Pizza essen gegangen bin, wo Uli dann sagte, ich muss jetzt eigentlich gehen, aber ach, ich habe keine Lust, wir bleiben noch. Meine Frau sagte, er hätte irgendwas vom Kottenforst gesagt. Wobei sie sich als Bonnerin sagt, im Kottenforst nachts, komische Art sich zu treffen. Schmücker ist nochmal davongekommen. Doch er fliegt aus der Wohngemeinschaft und verkriecht sich in eine Einzimmerwohnung. Er hat kaum noch soziale Kontakte. Ich hatte das Gefühl, er zog sich zurück. Und im Nachhinein kann ich mir sagen, naja, vielleicht war er deswegen auch so ruhig und zurückgezogen, weil da einiges auf ihm lastete. Schmücker in seiner Hinterhofwohnung hofft noch immer, dass er Gelegenheit bekommt, sich in der Bewegung zu rehabilitieren. Er glaubt nicht, dass solche Versprechen nur dazu dienen, ihn in die Falle zu locken, obwohl er von einem Freund aus der Stadtgeria gewarnt wird. Ein neuer Schlag. Schmückers Freundin will kein Kind von einem Verräter. Da kam er wirklich todtraurig an und sagt, das wird nichts. Seine Freundin hätte abgetrieben. Und er gab uns so, wie symbolisch, ein Mützchen zurück, das wir ihm mit unserer Freude geschenkt hatten für das kleine Kind.
aus Lama-Wolle, so ein Inka-Mützchen, das er damals mit viel Freude mitgenommen hatte, und das brachte er so zurück, so ganz flach gepresst, und sagte, ist nichts mehr, und war verstört. Was dann geschieht, ist hauptsächlich bekannt aus den Berichten des V-Mannes Volker Weingraber und den Aussagen des späteren Kronzeugen Jürgen Baudeux. Beide sind an der Tat beteiligt und daran interessiert, ihren Anteil herunterzuspielen. Auf jeden Fall ist der Verfassungsschutz ganz dicht am Geschehen in Kreuzberg dran. Volker Weingraber berichtet laufend von den Mordvorbereitungen. Auch Schmücker ruft beim Verfassungsschutz an. Er fühlt sich bedroht, er nennt Namen, allerdings andere als die der späteren Angeklagten. Jeder Schritt der Beteiligten auf der Straße wird observiert. Der Verfassungsschutz müsste der Polizei nur einen Tipp geben. Gegen Schmücker besteht ja ein Haftbefehl und im Gefängnis wäre er außer Lebensgefahr. Am Tag vor der Tat gehen Ilse Schwipper, sie gilt als Kopf der Wolfsburger Kommune, und ihr Freund Jürgen Baudeux an der Krummen Lanke spazieren, da wo Ulrich Schmücker sterben wird. Und natürlich sind die Lauscher des Verfassungsschutzes auch bei diesem Spaziergang dabei. Am nächsten Tag jobbt Ulrich Schmücker in einem Hotel direkt neben der Zentrale des Berliner Verfassungsschutzes. Erstaunlicherweise gibt es jedoch genau von diesem Tag angeblich keine Observationsprotokolle, obwohl eine Anweisung zur Beobachtung aktenkundig ist. Zeugen wollen Schmücker noch mit unbekannten Männern in einem VW-Käfer an der Krummen Lanke gesehen haben. Das nächste, was ich von Uli Schmücker gehört habe, war am Abend in der Nacht von der 4. auf den 5. Juni 1974, als in den Spätnachrichten gesagt wurde, soeben wird gemeldet, der Student Ulrich Schmücker. Schmücker ist tot. Der Verfassungsschutz hat von jetzt an ein Hauptziel. Es soll vertuscht werden, dass seine Agenten in die Tat verwickelt sind, dass sie möglicherweise anwesend waren oder über V-Leute sogar beteiligt. Der Geheimdienst setzt die Polizei gleich auf die Spur der Wolfsburger. Gerichtsverwertbare Beweise liefert der Verfassungsschutz zunächst jedoch nicht. Die Ermittler sind auf Geständnisse angewiesen. Es gibt eine ganze Reihe, ich weiß jetzt nicht mehr genau, 4, 5, 6 Briefe des Verfassungsschutzes mit den Informationen. Das waren nur ganz handfeste Nachrichten. Dass Herr Schmücker sicherlich zu anderen Menschen, auch zur Bewegung 2. Juli, aber auch zu anderen Gruppierungen Kontakte hat, ist klar. Dass wir die überprüft haben, ist auch möglich. Aber die Verdachtslage zur Wolfsburger Gruppe in Bezug auf die Tat, die ist doch sehr deutlich gewesen. Und das war natürlich im Mittelpunkt unserer Ermittlungen, das war auch richtig so. Beschuldigte dürfen nicht zu Aussagen gegen sich selbst gezwungen werden. Doch der Staatsanwalt lädt Ilse Schwipper als Zeugin vor. Dann bin ich da hingegangen, aber eigentlich nur, um ihm zu sagen, dass ich die Aussage verweigere. Sie wurde gefragt, ob sie die Krumme Lanke, den Tatort, kenne, und sie verweigerte daraufhin auf anwaltlichen Rat die Aussage nach § 55, um sich nicht selbst zu belasten. Nach mehreren vergeblichen Versuchen, dass ich doch aussagen soll, hat man mir dann gesagt, ja, dann muss ich sie in Beugehaft setzen. Es war merkwürdig, ist geprahlt, also aus meiner Sicht war das total illegal, denn es war ja so, nach der Aktenlage, von der wir ja viel später erst nach 15 Jahren erfahren haben, war es ja wohl so, dass der Verfassungsschutz die Täter aus Wolfsburg identifiziert hatte als Täter. Und wenn es so war, dann hätten natürlich die damals Verdächtigen nie und nimmer als Zeugen vernommen werden dürfen und erst recht nicht in Beugehaft gesteckt werden dürfen. Und also das war glatte Freiheitsberaubung im Amt. Dann deponiert Verfassungsschutzagent Weingraber belastendes Material sowie persönliche Papiere der Wolfsburger in einem Mietwagen und fingiert einen Unfall mit Fahrerflucht. Die Polizei findet wie geplant Wagen und Inhalt. Damit hat man einen offiziellen Haftgrund. Also für mich verbindet sich mit dem Durchbruch jedenfalls, dass irgendwann in der Nähe von Wolfsburg ein Auto verunglückte und dass in diesem Auto Waffen, Unterlagen, ich glaube für den Überfall auf die Sternredaktion oder irgendwas gefunden wurden. Damit hatte die Berliner Staatsanwaltschaft unmittelbar nichts zu tun. Das waren Maßnahmen, die die Frankfurter Kollegen durchführten.
Es kam dann zu Festnahmen von den Frankfurter Kollegen aus. Und irgendwann riefen die Frankfurter Kollegen bei der Polizei in Berlin an und erklärten, dass der in Haft befindliche Jürgen Bourdieu ihnen gegenüber Angaben machen würde und ihnen auch erklärt hätte, er würde auch Angaben machen zu dem Schmückerfall in Berlin. Die Strategie, die Verdächtigen in Haft zu nehmen und zu hoffen, dass einer umfällt, ist damit aufgegangen. Einen Kronzeugen hat der Staatsanwalt in Jürgen Bourdieu. Er versucht es aber auch bei Ilse Schwipper. Er hat mir angeboten, mich mit Jürgen Bourdieu einen Tag und eine Nacht zusammenzuschließen, der ja doch meine Liebesbeziehung gewesen sei in der Bäckergasse. Und das ginge aber nur, wenn ich ein Geständnis ablegen würde. Vor der 7. großen Strafkammer des Landgerichts begann heute der Prozess um den Mord an dem 22-jährigen Ulrich Schmücker. Für das Verfahren sind 15 Verhandlungstage angesetzt. Es wird länger dauern und geklärt wird der Fall nicht vor Gericht. Der Journalist Stefan Aust, damals bei Panorama, wird in den nächsten Jahren einige Rätsel und Geheimnisse des Falles lösen. Die Gerichte in den ersten Verfahren jedenfalls haben sich jede Mühe gegeben, die man sich geben konnte, um die Wahrheit nicht ans Tageslicht kommen zu lassen. Ich glaube, dass die Gerichte selbst bis hin zu vorsitzenden Richtern, das ist eine Vermutung von mir, aber die Verhaltensweisen haben einem wirklich Anlass gegeben dazu, das zu vermuten. Denen war klar, dass hier was von staatlicher Seite vertuscht werden sollte. Die mussten wissen, dass der Verfassungsschutz in dieser Geschichte bis über alle Ohren drin steckte. Und es war im Verlaufe des Prozesses fast an jedem Prozesstag deutlich, dass da irgendetwas verschleiert wurde. Vor allem um den Kronzeugen Bourdieu geht es im ersten Prozessdurchlauf. Die Staatsanwaltschaft versucht zu verschleiern, wann Bourdieu gestanden hat und wie viele unterschiedliche Geständnisse er abgelegt hat. Sein Seitenwechsel ist auch geheim gehalten worden über ganz offiziell getürkte Akten. Es ist von ihm zunächst mal eine Aussage zu den Akten gelangt, die offen falsch war, von denen alle wussten, dass sie falsch war und die verhindern sollte, dass bekannt wurde, dass er die Seiten gewechselt hatte. Das halte ich für strafprozessual völlig unzulässig. Bourdieu ist erpressbar. Der Staatsanwalt kann gegen ihn als Erwachsenen plädieren oder eine viel mildere Jugendstrafe beantragen. Und dann sind da noch Ermittlungen wegen eines Raubmords in Köln-Porz. Sicher ist, dass es Verdachtsmomente gegen Jürgen Bourdieu im Zusammenhang mit dem Raubmord in Porz gab, dass denen auch nachgegangen worden ist, dass diese Spuren aber dann irgendwo verschwanden und nicht weiter verfolgt wurden. Sodass es doch durchaus naheliegend war zu glauben, dass da irgendetwas wirklich abgebremst wird bei den Ermittlungen. Die Verteidiger stochern immer wieder im Nebel. Wichtige Indizien und Akten werden oft nur durch Zufall bekannt. Zum Beispiel, weil sich ein Polizist vor Gericht verplappert. Der Mann sagte dann auf die Frage, ja, er wüsste es auch nicht genau, und weil er schon mit so einer Frage gerechnet hätte, hätte er nochmal da in dem einen Ordner, der da bei denen da rumflog, im Polizeipräsidium, hätte er nochmal nachgeguckt, ne? Und er hat gesagt, was fliegen da bei Ihnen für Akten rum, nicht? Und da wurde diese Akte beigezogen. Und das war die sogenannte Spurenakte von denen. Und da waren also wirklich Spuren drin, da sind die Augen übergegangen. Nicht? Dass also Schmücker sich noch, weiß ich, eine halbe Stunde vor seinem Tod irgendwo in der Nähe des Tatorts mit 3 oder 4 Leuten getroffen haben soll. Dass er vorher noch im Restaurant da an der Pam gewesen sein soll. Und sich da auch auseinandergesetzt haben sollen mit Leuten. Also Spuren über Spuren über Spuren, ja, die sind uns einfach ferngehalten worden. Die wurden in einem Ordner für unwichtige Spuren wurden die abgelegt. Und es ist herausgekommen, 2,5 Jahre danach. Und da waren natürlich auch diese ganzen Spuren verbrannt. Schließlich ergeht das Urteil. Der angebliche Todesschütze erhält eine Jugendstrafe von 8 Jahren. Ilse Schwipper, die einzige Erwachsene zur Tatzeit, bekommt lebenslänglich. Die restlichen Wolfsburger Kommune-Mitglieder Jugendstrafen von 4 und 5 Jahren. Kronzeuge Bourdieu wird zu einer Jugendstrafe von 5 Jahren verurteilt. Er nimmt sein Urteil an und sitzt insgesamt nur 2,5 Jahre ab. Die anderen gehen in Revision
und der Bundesgerichtshof hebt das Urteil auf. Ein beispielloser, für die Berliner Justiz beschämender Kreislauf beginnt. Noch zweimal wird der gesamte Prozess wiederholt. Jedes Mal werden die Angeklagten verurteilt. Und jedes Mal hebt der Bundesgerichtshof die Urteile auf. Weil der Tatbestand unzureichend aufgeklärt wurde, weil die Aktivitäten des Verfassungsschutzes geheim blieben und weil die strafprozessualen Rechte der Verteidigung und der Angeklagten verletzt wurden. Nach dem dritten Urteil deckt der Spiegel auf, der angeblich mit Haftbefehl gesuchte Volker Weingraber ist V-Mann des Verfassungsschutzes. Außerdem hat er unmittelbar nach der Tat die Mordwaffe seinem V-Mann-Führer Rühl alias Grünhagen übergeben. Ein Grund für die Manipulationen ist damit klar. Weingraber sollte auf keinen Fall enttarnt werden. Und auf den Gedanken, dass der Agent des Verfassungsschutzes die Tatwaffe in der Tatnacht entgegennimmt, dass die dann dem Verfassungsschutz Agenten, dem sozusagen dem offiziellen Mitarbeiter, übergeben wird, dass die Tatwaffe dann im Tresor des Verfassungsschutzes in Berlin landet und dass sie dort über, weiß nicht, 15 Jahre oder was liegt, während sich drei oder hinterher vier Gerichtsverfahren über die Täter Gedanken machen und die Beweise suchen, das konnten wir uns überhaupt nicht vorstellen. Ausgeschlossen ist andererseits, dass Polizei und Staatsanwaltschaft vom Verfassungsschutz über die wahre Rolle Weingrabers getäuscht wurden. Weingraber, der kleine Kriminelle, der sich von den üppigen Zahlungen des Verfassungsschutzes ein Weingut in der Toskana gekauft hat. Volker Weingraber ist von uns an den Verfassungsschutz geliefert worden. Den kannte ich schon vorher aus meiner allgemeinen kriminalpolizeilichen Tätigkeit als Kriminellen. Und als er sich dann meldete, haben wir ihn den Verfassungsschutz geliefert. Das war nichts Neues, das wussten wir. Der nächste Skandal. In der Kanzlei des Verteidigers Heinisch hat der Verfassungsschutz einen Spitzel als Praktikanten installiert. Christian Hein leugnet zunächst mit den üblichen Argumenten. Ich kenne keinen einzigen Beweis für meine Tätigkeit als Verfassungsschutzmitarbeiter. Aber je häufiger und je mehr in der Presse darüber geschrieben wird, je mehr ist für alle anderen Leute klar, es ist so. Das war ja das Entscheidende für den Verfassungsschutz rauszukriegen. Was weiß die Verteidigung? Und vor allen Dingen, was noch viel wichtiger ist, was weiß die Verteidigung nicht? Ja, wie viel können wir verschweigen, ohne dass uns die Verteidigung an Karren fährt? Das war für die ganz wichtig. Und in der Funktion war der Hein für die Gold wert. Nicht? Weil das ist ja nicht bei den drei Monaten Praktikum geblieben, sondern das hat sich ja dann auch fast bis schon zu einer Freundschaft ausgewachsen. Nicht? Wir sind zusammen in Urlaub gefahren und haben solche Sachen gemacht. Nicht? Da wird mir heute noch schlecht, wenn ich dran denke. Ilse Schwipper ist 1990 nach 7,5 Jahren Haft und 15 Jahren Prozess kaum noch verhandlungsfähig. Ich denke, ich war zu dem Zeitpunkt, als der vierte Prozess zum Beispiel anfing, schon viel zu fertig, um überhaupt noch adäquat reagieren zu können. Weil durch die Haftbedingungen waren ja auch körperliche Dinge entstanden. Ich war krank. Und psychisch habe ich Schwerstdepressionen gehabt und das ist einfach dann so gewesen, ich habe sehr wenig Gefühl überhaupt noch gehabt. Ich konnte mich nicht mehr freuen, ich war nicht mehr traurig, das war einfach irgendwie so eine Grauzone zwischen wütend sein und Verzweiflung. Der vierte Prozess beginnt im April 1990. Wochenlang wird nur darüber verhandelt, ob überhaupt verhandelt werden kann. Es kommt zu immer neuen Absurditäten. Die Tatwaffe ist eine Waffe, mit der aus der Vorkriegszeit, also aus dem Ersten Weltkrieg, eine Parabellum. Und die kann man ja nur mit einer bestimmten Munition beschießen, also auch nur mit einer Vorkriegsmunition. Aber in Schmückers Kopf ist eine ganz andere Munition gefunden worden. Also insofern, ja, Fragen über Fragen. Und wurden wir dann auf ein Richterzimmer bestellt und dann waren auf einmal nicht eine Waffe da, sondern waren drei Waffen da. War eine Pistole da, diese Parabellum und ich glaube, war noch ein Revolver dabei. Also auf einmal waren drei Waffen da. Wegen der Manipulationen des Verfassungsschutzes, die von der Staatsanwaltschaft und von vorher zuständigen Gerichten gedeckt wurden,
seien trotz Tatverdachts eine Aufklärung und ein faires rechtsstaatliches Verfahren nicht mehr möglich, stellt das Gericht schließlich fest. Der Staat hat seinen Strafanspruch verwirkt. Die Angeklagten erhalten Haftentschädigung. Das Verfahren wird ohne Entscheidung zur Sache eingestellt. Dass eine solche Tat nicht gesühnt wurde, ist sehr bedauerlich. Die hat natürlich auch, das hat auch seine Wirkung auf mögliche weitere Aktionen. Wir waren ja immer bestrebt, irgendwo aus Gruppen Personen herauszubrechen, die uns Aussagen machen. Also den Verräter in gewisser Weise anzuwerben, wie auch immer. Diese nicht gesühnte Tat hat solche Bestrebungen natürlich gefährdet. Das war also nicht nur bedauerlich deshalb, weil hier ein Kapitalverbrechen ungesühnt blieb, das ist schon schlimm genug. Aber das hatte auch seine Wirkung in die Zukunft auf mögliche weitere Verräter, in Anführungsstrichen, aussagewillige Gruppenmitglieder aus terroristischer Szene oder auch aus allgemeinkrimineller Szene heraus. Der Staat benutzte Ulrich Schmücker in seinem Kampf gegen die radikale linke Szene. Aber er beschützte ihn nicht. Es ist eine Geschichte von Verrat. Und zwar nicht von einem Verrat, sondern von ganz vielen Vorgängen von Verrat. Es hat hier in diesem Falle jeder jeden verraten. Und zum Teil sogar mehrmals. Seine Genossen benutzten Ulrich Schmücker als Kämpfer. Als er dafür zu weich war, bekämpften sie ihn als Verräter. Schmückers Schicksal hat jedoch manchen zur Abkehr von der militanten Szene bewegt. Der Tod von Uli Schmücker war so einer der Punkte, wo sich denn für viele Leute die Frage stellte, also so geht es nicht, und es zogen sich einfach sehr viele Leute zurück. Schmückers Mutter wird bis zu ihrem Tod nach der Wahrheit suchen. Aber wie Ulrich Schmücker starb, das wollten letztlich beide Seiten nicht aufklären. Weder die selbsternannten linken Rächer, die ihn gejagt haben, noch der Verfassungsschutz, der das zuließ oder sogar daran beteiligt war. Der junge Mann, der zusammen mit anderen die Welt verbessern wollte, starb allein und verlassen. Der Prozess um den Mord an Ulrich Schmücker ist heute nach mehr als 16 Jahren Dauer eingestellt worden. Er war eines der längsten und umstrittensten Verfahren in der deutschen Justizgeschichte. 16 Jahre zuvor, in der Nacht vom 4. zum 5. Juni 1974, wird der sterbende Ulrich Schmücker im Berliner Grunewald gefunden. Der 22-Jährige ist der Polizei bekannt. Er hat an terroristischen Anschlägen der Bewegung 2. Juni teilgenommen, gilt aber dort inzwischen als Verräter. Ein Fememord in der linken Szene? Die Polizei ermittelt im Umfeld des Toten, in der politischen Szene in Berlin-Kreuzberg. Die Sonderkommission der Kriminalpolizei ist derzeit dabei, die Hintergründe des Mordes zu klären. Insbesondere versuchen wir festzustellen, ob der Tod des Opfers Ulrich Schmücker in seiner ehemaligen Zugehörigkeit zur sogenannten Bewegung 2. Juni zu suchen ist. Außerdem fragen wir, wer kann uns Angaben machen über den Umgang des Toten, des Ulrich Schmücker in der letzten Zeit, insbesondere kurz vor der Tat. Wir hatten dann sehr schnell und sofort Kontakt zum Verfassungsschutz, war ja klar, bei dem Hintergrund. Und die Ermittlungen gingen von Anfang an natürlich auch in diese Richtung.
Ein Bekennerschreiben taucht auf. Schmücker sei als Konterrevolutionär und Verräter von einem Volkstribunal zum Tod verurteilt worden. Die Erklärung löst heftige Debatten in der linken Szene aus. Einen Mord innerhalb der Bewegung hatte es noch nicht gegeben. Und viele kannten Ulrich Schmücker. Wer war dieser junge Mann? Bad Neuenahr. In dem ruhigen Städtchen zwischen Weinbergen wächst der 1951 geborene Ulrich Schmücker auf. Er besucht das Gymnasium und spielt in einer Band. Ein Junge, der 1967 im biederen Bad Neuenahr allenfalls durch seine langen Haare und seinen Musikgeschmack ein wenig Anstoß erregt. Er hatte so ein bisschen was von einem englischen Dandy irgendwie. Also ein Kordjackett und so ein Chiffontuch, so ein leicht lila Chiffontuch um den Hals locker gelegt. Er war eigentlich ein sehr empfindsamer junger Mensch. Uli war, als er bei uns anfing, gerade mal 16 Jahre, also eigentlich für Rockmusik noch sehr jung. Er war ziemlich ernst, arbeitsam, hat immer die Stücke sehr gut vorbereitet, war überhaupt sehr engagiert. Ich weiß, dass er in der Zeit sich in der evangelischen Kirchengemeinde betätigt hat, in verschiedenen Funktionen. Und dass er ein sehr guter Schüler war, das hörte ich von verschiedener Seite. Und bei uns war er wirklich sehr darauf bedacht, dass diese Band einen professionellen Status erreichen konnte, was sie dann auch tatsächlich bald geschafft hat. Ein Urlaub mit Freunden in Irland. Ulrich Schmücker hat vor, Theologie zu studieren. Er will etwas für andere Menschen tun. Aber zunächst geht er für ein Schuljahr in die USA. Er gerät in eine konservative Kleinstadt im Mittelwesten. Der Aufenthalt wird zum Schock. Er ist überhaupt nicht zurechtgekommen mit der Kriegsbereitschaft. Damals war Vietnamkrieg und das alles. Er hat geschrieben, dass er entsetzt war über die faschistoide Haltung in den USA. I'm sick and tired. Alles widert ihn an. Ein veränderter Ulrich Schmücker kommt zurück. Er war ein Jahr in Amerika, wollte ursprünglich evangelischer Pfarrer werden. Die dortige Rassendiskriminierung und nach seiner Rückkehr fand er hier auch soziale Missstände vor, haben ihn wahrscheinlich auf diese Bahn gebracht. Ich sagte nein, auch Uli, lass die Finger von jeder Gewalt, versuch's durch Überzeugungsarbeit, aber wohl in den Staaten ist er zunehmend durch die Situation, die er dort vorgefunden hatte, radikalisiert worden. Ulrich Schmücker besucht weiter das Gymnasium in Bad Neuenahr. Der Vietnamkrieg weitet sich auf Laos und Kambodscha aus. For a long time the government seemed to be hoping that the war would simply go away. The Viet Cong and North Vietnamese troops would limit themselves. Ich frage den Abgeordneten Brandt, nehmen Sie die Wahl an? Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Willy Brandt wird Kanzler. Heute starb Jimi Hendrix, stirbt 27-jährig in London an einer Überdosis Drogen. Ulrich Schmücker geht 1971 nach Berlin, dorthin, wo politisch etwas los ist. Nach Kreuzberg. Offiziell studiert er Geschichte und Ethnologie. Er findet jedoch schnell Kontakte in der Kreuzberger Szene. Schmücker, auf diesen Bildern der mit der Brille, hilft bei der Besetzung einer Fabriketage für ein Jugendzentrum. Und er schließt sich einer losen anarchistischen Gruppe an, der Schwarzen Hilfe. Die Aktivitäten oder die Aktionen, die liefen immer so ab, dass einer eine Idee hatte und ein anderer fand sie gut und noch ein zweiter. Und die haben dann das durchgezogen. Und meistens waren die
diese Aktion auch immer sehr gut und sehr klar durchdacht, bis auf diese Banküberfälle und was dann, wo es dann brutal zuging. Aber das waren eigentlich Nebenerscheinungen, nicht? Man brauchte Geld und dann die Bank hatte das Geld und es war logisch, dass man das dort holt. Da fanden wir gar nichts dabei. Nicht jeder hat mitgemacht. Nicht? Also ich selber habe zum Beispiel solche Aktionen gemieden. Und Ulrich Schmöcker? Er entspricht nicht dem Bild des harten Kämpfers. Also ich selber habe mit ihm keine Aktionen gemacht, weil er für mich so ein bisschen labil war und nicht so spontan. Und natürlich diese Malereien und diese Sachen, die hat er schon mitgemacht. Ich habe ihn nur so erlebt, dass er immer sehr zurückhaltend war und auch sehr, sehr leise und verhalten gesprochen hat. Aber was er gesagt hat, war immer sehr exakt und sehr klar und bestimmend auch. Vieles, was diese Szene machte, war eher spielerisch. Doch einige schlitterten über immer mehr Militanz in terroristische Aktionen hinein. Die Bewegung 2. Juni entstand. Diese Militanz war ja so in der Form am Anfang nicht da. Am 2. Juni waren doch eher Leute, junge Arbeiter. Also es war so gemischt. Die waren ja zu einem großen Teil vorher bei dem, was unter dem schönen Namen Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen firmierte, was man sich natürlich nicht als irgendeine straffe Organisation vorstellen darf. Das fand man einfach witzig, diesen Namen zu haben, der also irgendwie so ganz organisiert und kräftig daherkam. In Wirklichkeit war das ein ganz, ganz loser Zusammenhang von Leuten, die sich für irgendwelche Aktionen trafen und die alle aus der antiautoritären Ecke kamen. Dass daraus ganz handfeste Sachen wurden, das hat sich so erst nach und nach hochgeschaukelt. So kam auch, dass man aufgrund der Reaktion des Staatsapparats sich als Opfer fühlte. Und sich ja nicht nur als Opfer fühlte, sondern es gab auch ganz handfest Opfer zu beklagen. Bei einer Veranstaltung in der Technischen Universität lernt Schmöcker Mitglieder des 2. Juni kennen. Darunter auch Inge Fied, die spätere Top-Terroristin. Sie verteilen Flugblätter zum Tod von Georg von Rauch und Thomas Weisbecker, die von Polizisten erschossen worden waren. Die Überschrift: Jetzt reicht's. Die Gruppe hat zu diesem Zeitpunkt selbst schon einen Toten auf dem Konto. Eine Bombe im britischen Yachtclub tötete den Bootsbauer Erwin Belitz, der den Sprengkörper zufällig gefunden hatte. Aber noch mischen sich Schmöckers neue Mitkämpfer auch in ganz alltägliche politische Auseinandersetzungen ein. Sie verkleben Fahrscheinautomaten, um eine Kampagne gegen Fahrpreiserhöhungen zu unterstützen. Am 7. Mai 1972 fährt Schmöcker mit denselben Leuten nach Bad Neuenahr. Sie parken ihren Wagen im Stadtzentrum, ein paar Meter von Schmöckers elterlicher Wohnung. In der Türkei sollen drei Studentenführer hingerichtet werden. Die Gruppe will tags darauf eine Bombe beim türkischen Generalkonsulat in Bonn legen. Sie schlafen im Wagen. Wahrscheinlich will Ulrich Schmöcker seine Familie nicht mitten in der Nacht herausklingeln. Zufällig werden die Wageninsassen von der Polizei kontrolliert. Sie leisten keinen Widerstand. Die Polizisten finden im Kofferraum Sprengstoff und Bombenutensilien. Inge Fied wird in Haft genommen. Harald Sommerfeld. Und auch Ulrich Schmöcker. Nach einer Zwischenstation in Koblenz sitzt Schmöcker in der Justizvollzugsanstalt Dietz. Die Haftbedingungen von Terrorismusverdächtigen sind noch nicht so streng wie in den folgenden Jahren. Aber Schmöcker bekommt schnell gesundheitliche Probleme. Schikanen zermürben ihn. Einmal gelingt es ihm, einen Kassiber herausschmuggeln zu lassen.
Ich bin jetzt ins Zuchthaus Dietz verlegt und werde behandelt wie ein Kindermörder. Nee, schlimmer. Kindermördern geht's hier besser als mir. Das war jetzt ein ganz anderer Ulrich. Das war eine ganz andere Person. So völlig am Boden zerstört und dann aber auch den Zeigis. So ein Aufbäumen gegen eine menschenverachtende Ungerechtigkeit, die er da am eigenen Leib spürte. Im Gefängnis geschieht etwas ganz anderes. Schmücker bekommt Besuch. Der Besucher nennt sich Rühl. Nach den Gefängnisakten kommt er vom Berliner Landesamt für Verfassungsschutz und er besucht den Gefangenen oft. Schmücker führt lange Gespräche mit dem Geheimdienstler, wobei er anfangs erklärt, er werde auf keinen Fall seine Freunde belasten. Rühl verspricht, alle Aussagen vertraulich zu behandeln. Er hält einen fingierten Ausbruch für möglich, sollte Schmücker für den Verfassungsschutz arbeiten. Er winkt mit der Möglichkeit, weiter zu studieren. Außerdem habe der Mittäter Sommerfeld schon alles gestanden. Schmücker lässt sich immer weiter mit Rühl ein. Er bestätigt, was der Geheimdienstler scheinbar ohnehin schon weiß. Und schließlich macht er Angaben, die ihn selbst und andere belasten. Schmücker wird nach Berlin verlegt. Und es gibt eine Absprache mit dem Verfassungsschutz. Er wird nur zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Wegen seiner schlechten Gesundheit bekommt er Haftverschonung. Wie das Urteil ausfiel, das war mir schon gesagt worden durch Herrn Staatsanwalt Thiele, durch unseren Rechtsanwalt und auch durch Uli, der es auch schon wusste. Bundeskanzler Willy Brandt und seine Frau wurden vom Hausherrn Intendant Huismann und dem Generalintendanten der Deutschen Oper Berlin, Professor Seefilner, willkommen geheißen. Nach Angaben der US-Mission ist gestern Abend gegen 19.55 Uhr ein unbekannter Uniformierter beobachtet worden, als er an der Mauer nahe dem Checkpoint Charlie entlang lief und dabei von mehreren Grenzsoldaten verfolgt wurde. Holiday on Ice. Es ist wieder das glanzvoll einstudierte Eisspektakulum, wie es sich selbst nennt. Ulrich Schmücker geht in eine ganz andere Welt zurück. Seine Kreuzberger Welt. Aber als was? Wahrscheinlich weiß er das selbst nicht so genau. Kriminalpolizisten hatten ihm den Rat gegeben, sich von der politischen Szene fernzuhalten. Der Verfassungsschutz dagegen führt ihn als V-Mann mit dem Decknamen Kette. Schmücker hat mehrmals Kontakt mit Rühl, aber auch um den Geheimdienstler zu enttarnen. Alte Freunde aus Neuenahr sollen ein Treffen mit dem V-Mann-Führer fotografieren. Die Aktion geht schief. Rühl kommt nicht vor die Linse. Stattdessen werden die Amateurspione von Verfassungsschützern fotografiert. Schmücker fährt zu seinen Eltern. Von dem Verfassungsschutz habe ich erst nach seinem Prozess erfahren. Und zwar durch die immer wieder sich wiederholenden Anrufe eines Peter Rühl hier bei uns in Neuenahr, der lange, lange mit ihm sprach, einmal sogar eineinviertel Stunde. Wenn er für den Verfassungsschutz gearbeitet hätte, dann hätte er seine früheren Kameraden verraten müssen. Und das entsprach nicht seinem Wesen und er konnte kein Doppelleben führen. Er war in seiner Richtung ganz klar und wäre nie zu einem Doppelleben fähig gewesen. Schmücker diktiert seiner Mutter ein Gedächtnisprotokoll, eine Rechtfertigung auch vor sich selbst. Er habe nur verraten, was die Verfassungsschützer ohnehin schon wussten. Er macht wieder Musik mit seinen alten Freunden. Ich selbst und einige andere haben ihm halt empfohlen, im Ausland einige Jahre zu studieren, was damals ohne weiteres möglich gewesen wäre. Konkret haben wir uns darüber unterhalten, ob er in Schweden studieren solle oder könne. Aber Schmücker geht wieder nach Kreuzberg zurück. Will er revolutionäre Sünden abbüßen? Oder kann er sich einfach kein anderes Leben vorstellen, als da, wo scheinbar Geschichte und Revolution gemacht werden?
Schmücker hat inzwischen Götz Tilgener kennengelernt. Im Jahr nach Schmückers Tod erzählt Tilgener: Am ersten Tag des Kennenlernens wollte er von mir eine Schusswaffe haben. Er hat sogar noch beschrieben, was für eine, nämlich eine FN 9mm oder Browning 9mm, jeweils mit großem Magazin, um seinen Verfassungsschutzobmann Rühl zu erschießen, um sich damit wieder Zugang zur linken Szene zu verschaffen. Bald nach diesem Interview ist auch Tilgener tot. Er hatte in Erich Reischkes Wohngemeinschaft in der Kreuzberger Zeughofstraße verkehrt. Das war eigentlich ein kranker Typ. Der hatte irgendwelche Schäden, wahrscheinlich durch seinen Vater, der ja so Nazi war und sehr reaktionär, und hatte immer eine große Lippe und so Sprüche drauf. Und wenn man ihn so nicht kannte, dann hat man gedacht, der hat so einen guten Durchblick und hat schwer was drauf und so. Aber wenn man ihn näher kannte, der war sehr unsicher und hat das dann mit lauten Tönen dann ausgeglichen oder versucht. Und er hat aber sehr viele so Freunde gehabt, mit denen er was gemacht hat, weil das war natürlich wichtig. Man musste also schon dynamisch auftreten und sicher und brutal auch natürlich. Das war schon eine Tendenz, die kam an. Auf Tilgeners Vermittlung zieht Schmücker in die Fabriketage in der Zeughofstraße. Er gehört wieder dazu. Eine Liebesbeziehung in der Wohngemeinschaft beginnt. Das Mädchen wird von ihm schwanger. Schmücker lebt jetzt unter anderem Namen. Er ist untergetaucht, weil die Reststrafe noch offen ist. Also wird der Haftbefehl gegen ihn wieder in Kraft gesetzt. Den Verfassungsschutz stört das nicht. Die Verbindung zu Schmücker wird sogar äußerst wichtig, denn Inge Fied ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Möglicherweise kann Schmücker zu ihr führen. Und sei es als Köder, denn vielleicht will Inge Fied sich ja wegen seiner Aussagen an ihm rächen. Da mischt sich plötzlich eine Wolfsburger Kommune ins Geschehen. Freunde von Schmückers Wohngemeinschaft. Die Wolfsburger suchen Anschluss an die Bewegung und den bewaffneten Kampf. Schmücker hat mit der Kommune in der Bäckergasse Kontakt. Doch dann bekommen die Wolfsburger einen Tipp aus dem Berliner Untergrund. Der Typ sei ein Spitzel und Verräter. Sie machen sich auf den Weg nach Berlin. Ulrich Schmücker soll sich rechtfertigen. Noch bevor er zum Treffen in eine Szenekneipe kommt, beginnt ein absurdes Versteckspiel. Schmücker wird auf dem Weg beobachtet, ob er Verfassungsschützer im Schlepptau hat. Auch in der Kneipe Tarantel warten schon getarnte Observanten aus der Szene. Sowie tatsächlich zwei Agenten des Verfassungsschutzes. Sie bemerken sich gegenseitig nicht. Und zu alledem ist auch der Kneipenwirt Volker Weingraber, ein V-Mann, der detailliert berichtet. Doch diese Verbindung kann der Verfassungsschutz noch jahrelang verheimlichen. An einem Kneipentisch tagt das selbsternannte Volksgericht der Wolfsburger. Schmücker wird ausgefragt. Er bekommt einen detaillierten Fragebogen vorgelegt. Aber das Urteil steht schon fest. Aussagen bei Polizei oder Verfassungsschutz gelten grundsätzlich als Verrat. Es wurde immer gespielt. Nicht? Das war so, einer führte sich so auf und sagte, das kann nicht so weitergehen. Wir müssen auch mal ein Exempel statuieren. Und dann hat man irgendwas konstruiert, was. Und da denke ich, war der Uli Schmücker schon ein willkommener Typ, weil der mit dem konnte man ja solche Spiele machen. Der wehrte sich nicht. Mir wurde gesagt, also Schmücker hat die Aussagen gemacht. Und das ist, du hast dich zu rechtfertigen, du hast zu beweisen, dass du noch ein Genosse bist, du hast dem Schwein die ganze Zeit weitergeholfen. Und zwar hatten wir den Plan, ihn am zweiten Jahrestag seiner Festnahme und damit Beginn seines Verrats an den Ort zurückzubringen, wo er festgenommen worden war. Das ist ein Parkplatz in Bad 9a. Wir haben uns die Gegend da angeschaut und wir fanden sogar noch einen geeigneten Platz, wo wir Schmücker erschießen konnten.
Und zwar war das auf einer Waldlichtung im Raum Bonn, unmittelbar neben dem Polizeisportverein. Götz Tillinger, mit dem er auftauchte, dass wir ihm sagten, das kannst du nicht machen, nicht? Oder so. Wir haben dann ihn zur Rede gestellt. Aber er war also so schon so borniert, dass er nicht auf uns hörte. So. Es gab da keine Möglichkeit, das zu relativieren oder zu. Das war eine Besessenheit, die wir auch nicht ernst genommen haben. Nicht? Wir haben nicht angenommen, dass die wirklich ihre eigenen Leute dann umlenken. Götz Tilgener tippt schon vorsorglich das Bekennerschreiben, das nach Ulrich Schmückers Tod kursieren wird. Ja, und dann knallte man mir die Knarre auf den Tisch und sagte, nun mach mal. Und da kamen mir dann doch sehr große Bedenken. Irgendwo trotz seiner ganzen Schoten, die er sich geleistet hat, und seiner Lügereien, war mir der Schmücker unheimlich sympathisch. Ich mochte ihn ganz gern, war ein netter Kerl. Und ihn dann plötzlich umzulegen, also es wurde mir langsam zu ernst. Die Pläne zu Schmückers Hinrichtung laufen nun ohne Tilgener weiter. Später geht die Polizei davon aus, dass Schmücker die Einladung zu dem Treffen im Kottenforst bei Bonn nicht erhalten hat. Doch er war zu dieser Zeit tatsächlich in Bonn mit seinem alten Freund. Dieses Treffen, wo ich dann mit meiner damaligen Freundin und ihm Pizza essen gegangen bin, wo Uli dann sagte, ich muss jetzt eigentlich gehen, aber ach, ich habe keine Lust, wir bleiben noch. Meine Frau sagte, er hätte irgendwas vom Kottenforst gesagt. Wobei sie sich als Bonnerin sagt, im Kottenforst nachts, komische Art, sich zu treffen. Schmücker ist nochmal davongekommen. Doch er fliegt aus der Wohngemeinschaft und verkriecht sich in eine Einzimmerwohnung. Er hat kaum noch soziale Kontakte. Ich hatte das Gefühl, er zog sich zurück. Und im Nachhinein kann ich mir sagen, naja, vielleicht war er deswegen auch so ruhig und zurückgezogen, weil da einiges auf ihm lastete. Schmücker in seiner Hinterhofwohnung hofft noch immer, dass er Gelegenheit bekommt, sich in der Bewegung zu rehabilitieren. Er glaubt nicht, dass solche Versprechen nur dazu dienen, ihn in die Falle zu locken, obwohl er von einem Freund aus der Stadtgeria gewarnt wird. Ein neuer Schlag. Schmückers Freundin will kein Kind von einem Verräter. Da kam er wirklich todtraurig an, sagt, das wird nichts, seine Freundin hätte abgetrieben. Und er gab uns so, wie symbolisch, ein Mützchen zurück, das wir ihm mit unserer Freude geschenkt hatten für das kleine Kind aus Lama-Wolle, so ein Inka-Mützchen, das er damals mit viel Freude mitgenommen hatte, und das brachte er so zurück, so ganz flach gepresst, und sagte, es ist nichts mehr, und war verstört. Was dann geschieht, ist hauptsächlich bekannt aus den Berichten des V-Mannes Volker Weingraber und den Aussagen des späteren Kronzeugen Jürgen Baudeux. Beide sind an der Tat beteiligt und daran interessiert, ihren Anteil herunterzuspielen. Auf jeden Fall ist der Verfassungsschutz ganz dicht am Geschehen in Kreuzberg dran. Volker Weingraber berichtet laufend von den Mordvorbereitungen. Auch Schmücker ruft beim Verfassungsschutz an. Er fühlt sich bedroht, er nennt Namen, allerdings andere als die der späteren Angeklagten. Jeder Schritt der Beteiligten auf der Straße wird observiert. Der Verfassungsschutz müsste der Polizei nur einen Tipp geben. Gegen Schmücker besteht ja ein Haftbefehl und im Gefängnis wäre er außer Lebensgefahr. Am Tag vor der Tat gehen Ilse Schwipper, sie gilt als Kopf der Wolfsburger Kommune, und ihr Freund Jürgen Baudeux an der Krummen Lanke spazieren. Da, wo Ulrich Schmücker sterben wird. Und natürlich sind die Lauscher des Verfassungsschutzes auch bei diesem Spaziergang dabei.
Am nächsten Tag jobbt Ulrich Schmücker in einem Hotel direkt neben der Zentrale des Berliner Verfassungsschutzes. Erstaunlicherweise gibt es jedoch genau von diesem Tag angeblich keine Observationsprotokolle, obwohl eine Anweisung zur Beobachtung aktenkundig ist. Zeugen wollen Schmücker noch mit unbekannten Männern in einem VW-Käfer an der Krummen Lanke gesehen haben. Das nächste, was ich von Uli Schmücker gehört habe, war am Abend in der Nacht von der 4. auf den 5. Juni 1974, als in den Spätnachrichten gesagt wurde, soeben wird gemeldet, der Student Ulrich Schmücker. Schmücker ist tot. Der Verfassungsschutz hat von jetzt an ein Hauptziel. Es soll vertuscht werden, dass seine Agenten in die Tat verwickelt sind, dass sie möglicherweise anwesend waren oder über V-Leute sogar beteiligt. Der Geheimdienst setzt die Polizei gleich auf die Spur der Wolfsburger. Gerichtsverwertbare Beweise liefert der Verfassungsschutz zunächst jedoch nicht. Die Ermittler sind auf Geständnisse angewiesen. Es gibt eine ganze Reihe, ich weiß jetzt nicht mehr genau, 4, 5, 6 Briefe des Verfassungsschutzes mit den Informationen. Das waren nur ganz handfeste Nachrichten. Dass Herr Schmücker sicherlich zu anderen Menschen, auch zur Bewegung 2. Juli, aber auch zu anderen Gruppierungen Kontakte hat, ist klar. Dass wir die überprüft haben, ist auch möglich. Aber die Verdachtslage zur Wolfsburger Gruppe in Bezug auf die Tat, die ist doch sehr deutlich gewesen. Und das war natürlich im Mittelpunkt unserer Ermittlungen, das war auch richtig so. Beschuldigte dürfen nicht zu Aussagen gegen sich selbst gezwungen werden. Doch der Staatsanwalt lädt Ilse Schwipper als Zeugin vor. Denn bin ich da hingegangen, aber eigentlich nur, um ihm zu sagen, dass ich die Aussage verweigere. Sie wurde gefragt, ob sie die Krumme Lanke, den Tatort, kenne. Und sie verweigerte daraufhin auf anwaltlichen Rat die Aussage nach § 55, um sich nicht selbst zu belasten. Nach mehreren vergeblichen Versuchen, dass ich doch aussagen soll, hat man mir dann gesagt, ja, dann muss ich sie in Beugehaft setzen. Es war merkwürdig, ist geprahlt. Also aus meiner Sicht war das total illegal. Denn es war ja so, nach der Aktenlage, von der wir ja viel später erst nach 15 Jahren erfahren haben, war es ja wohl so, dass der Verfassungsschutz die Täter aus Wolfsburg identifiziert hatte als Täter. Und wenn es so war, dann hätten natürlich die damals Verdächtigen nie und nimmer als Zeugen vernommen werden dürfen und erst recht nicht in Beugehaft gesteckt werden dürfen. Und also das war glatte Freiheitsberaubung im Amt. Dann deponiert Verfassungsschutzagent Weingraber belastendes Material sowie persönliche Papiere der Wolfsburger in einem Mietwagen und fingiert einen Unfall mit Fahrerflucht. Die Polizei findet wie geplant Wagen und Inhalt. Damit hat man einen offiziellen Haftgrund. Also für mich verbindet sich mit dem Durchbruch jedenfalls, dass irgendwann in der Nähe von Wolfsburg ein Auto verunglückte und dass in diesem Auto Waffen, Unterlagen, ich glaube für den Überfall auf die Sternenredaktion oder irgendwas gefunden wurden.